Vom Usantron will ich euch erzählen, dem Baum, der seit den Tagen, da die Götter gegen die vielleibige Bestie kämpften, wie ein verwitterter Splitter aus einem Moorsee im Nordosten der Wildermark ragt. Mächtig schwang der Herr der neun tödlichen Streiche die zur Klinge gewordene Sokramur gegen die Bestie und brachte ihr manche Wunde bei. Knirschend brach schließlich der Panzer und Sokramur schrie vor Schmerz, als sie tief in den Leib der Unaussprechlichen drang. Die giftigen Säfte der Bestie verätzten ihren Leib und Bruchstücke des Panzers gruben sich tief in ihr Fleisch. Gerade so, wie der Usantron, der bis auf den heutigen Tag aus dem Moorsee ragt, unverrückbar und auf immerdar mit Sokramur verbunden. Nebel klammert sich faserigen Spinnenweben gleich an den seltsam verdrehten Baum, scheint bisweilen fast greifbar und erschwert sogar das Atmen. Das Ufer des Sees ist nur spärlich bewachsen, denn selbst das genügsame Moorgras scheint hier nicht zu gedeihen und eine unheilvolle Stimmung legt sich schwer auf Tier und Mensch. Sein Stamm ähnelt schwarzem, glatten Stein. Zumindest erscheint dies vom Ufer aus so, denn niemand, der je versucht hat, seine Natur zu ergründen, kam zurück, um vom Ergebnis zu künden. Irrlichter locken einen vielstimmig ins Verderben, und andere weitaus mächtigere Geister gehen dort todbringend und seelenzehrend um. Der See wird Borgwund genannt, beständig blutende Wunde. Eine niemals heilende, schwärende Verletzung in Sokramurs Leib, denn dort im Nordosten der Wildermark verehren sie die gefallene Gigantin Sokramur noch immer und erinnern sich an ihr Opfer in der Schlacht gegen die vielleibige Bestie. Und der Usantron ist ihr Mahnmal, das sie fürchten und dessen Macht sie trotzdem achten. Aber meine Begleiter blieben nervös. Die Schatten im Wald könnten Unterholz sein. Genauso gut aber auch Wegelagerer, die still verharrten, ehe sie losschlagen würden. In der Ferne stieg eine Rauchsäule auf. Ein brennender Hof. Womöglich eine Feuerbestattung. Oder gar ein Waldbrand. Das Madamal war schon untergegangen, als uns die Wache wegen Hufschlags weckte, der durch die Bäume hindurch zu hören war. Nur wenige hundert Schritt von uns zog ein großer Haufen Berittener vorbei. Ihre Fackeln schimmerten wie Irrlichter durch das Gehölz der Bäume. Sie entfernten sich rasch zu einem uns unbekannten Ziel. Raub und Mord womöglich. Wesend baumelte er im Wind. Als wir uns der Leiche des Gerichteten näherten, der ein geretischer Soldat zu sein schien, erkannten wir, dass es sich bei dem vermeintlichen Henkersstrick um seinen Hals vielmehr um ein Flaggentuch handelte. Den Farben nach muss es die Reichsflagge gewesen sein. Qualvoll erdrosselt mit eben jenem Symbol, unter dem er gedient hatte. Bitte Travia 1031 nach Bosporans Fall. Seit geraumer Zeit sitzt ihr schon hier auf der Trutzburg von Hallingen. Die Geschehnisse rund um die Wolfssilbermine und auch die Einsegnung des Schlachtfelds und der damit einhergehende Gulensturm sind bereits Tage vergangen. Tote wurden begraben, Trauer wurde getragen, Verletzte wurden kuriert. Und so wartet ihr auf die nächsten Questen, die die Wildermark für euch bereithält. Ein leichter Nieselregen geht einher. Und ihr sitzt drin in der Taverne bei einem guten Bier, starrt durch die Fenster nach draußen. Ah, gut, dass wir hier drin sitzen. Ich finde es immer erstaunlich angenehm, drin zu sitzen bei einem warmen Getränk, wenn es draußen regnet. Für ein scheußliches Wetter. Richtig, richtig. Ich hoffe. Nun, warum sollten wir rausgehen müssen? Wir warten den Regen ab, wir warten das schlechte Wetter ab und dann schauen wir mal. Eventuell können wir zur Baronie zurückkehren oder das Abenteuer ruft mal wieder.
Es gilt stets, das Licht des Herrn zu verbreiten und Recht und Ordnung in dieser wilden Umgebung zu verbreiten. Dies ist unsere Aufgabe. Lange können wir hier wirklich nicht bleiben. Seitdem ich diesen Goblin-Schnaps probiert habe, kann ich dieses Gesöff hier gar nicht mehr trinken. Ach ja, von denen hattet ihr erzählt. War der wirklich so gut? Travigoy, du kannst es dir nicht vorstellen, wie gut der war. Ich habe den getrunken, habe mich 3-4 Stunden hingelegt und ich bin so gut aufgestanden wie noch nie. Und am Tag davor habe ich gekämpft. Aber sagtet ihr nicht, warum nennt ihr das jetzt Goblin-Schnaps? War das nicht Bauer Rogels Schnaps? Ja, den haben die nach Bauer Rogel benannt. Den halten sie wohl für einen Schamanerich. Bauer Rogels Neppes oder so ähnlich. Es war auf jeden Fall das Beste, was ich je getrunken habe. Und das haben Goblins gebraut. Ja, eine Gobline. Zumindest. Seid ihr sicher, dass nicht die Auswirkungen des Schnapses waren, was ihr da von euch gibt? Nun, ich würde es gerne noch auf einen zweiten Versuch ankommen lassen. Und das ist 2 Wochen her. Seitdem träume ich von diesem Gebräu. Leichten Brausen geht die Tür zur Schenke auf und einige Regentropfen finden den Weg ins Innere zusammen mit einem älteren Mann, der etwas gebückt in den Schankraum tritt und sich dabei etwas auf seinen Stab stützt. Er scheint älter zu sein, graues Haar, das wirr unter der Kapuze hervor scheint, und er schüttelt sich etwas den Regen von seinem Mantel. Und darunter sieht man den Saum einer ziemlich nassen Robe, scheint durchnässt zu sein von oben bis unten. Und er blickt sich nach einem Wirt um oder einem wärmenden Feuer oder auch nur einem Platz irgendwo in einer Ecke. Es ist doch gar kein Wetter für Reisende. Kommt rein, macht die Tür zu. Ja. Setzt euch ans Feuer. Ja, er schiebt die Tür zu, etwas umständlich, und dreht sich dann um und schaut nach dem Feuer. Hui, ein Wanderer bei solchem Wetter. Setzt euch doch zu euch. Ihr habt bestimmt eine Menge zu erzählen. Oh ja, darf ich den Platz da? Der ist am nächsten am Kamin. Ja, selbstverständlich. Ja, sicher. Ich bin Travigor übrigens. Freut mich, Travigor. Das ist euer Gnaden Praiodur. Preis und Buße. Ich nicke zu. Der tapfere Recke Ronga. Setz dich. Wenn der Baron dich an unseren Tisch haben will, dann setz dich nur. Sehr erfreut, die Bekanntschaft zu machen, euer Gnaden. Danke. Er kleidet sich legt den Mantel beiseite, nass, auf die Bank. Und darunter erkennt man dann unschwer, dass er eine Magierrobe trägt, die die Älteren irgendwo in den Norden, wahrscheinlich Richtung Morburg, einsortieren würden, von der Tracht her. Man sieht auch jetzt im Schein der Fackeln und der Kerzen, dass ein Auge von ihm trüb ist und anscheinend sich auch nicht mitbewegt, und immer nur stur gerade ausschaut, während das andere fast schon etwas neugierig in die Welt hinausschaut. Das scheint nicht so richtig zu seinem Alter zu passen. Wirt, habt ihr einen starken Schnaps da, der einen von innen wieder wärmt? Ja, selbstverständlich, für dich immer. Setz dich. Ich bring's dir gleich an den Tisch. Eine Suppe auch? Oh ja. Und gleich. Nun, werter Markus, in diesem Landen ist es üblich, sich beim Namen zu nennen. Ihr habt mir eure noch nicht verkündet. Oh, wie unhöflich. Ich bin Adeptus Major Elquin Firunski. Sehr erfreut. Verzeiht, ich bin ziemlich in Eile gereist. Ich hörte von dem Ghulensturm hier. Ich dachte, ich könnte mit meiner Kunst vielleicht noch den ein oder anderen retten. Nun, ich will nicht sagen, ihr seid zu spät, aber Ihr seid zu spät. Ich habe alle Gule verprügelt. Mit meinem Irrmannschläger. Ah, da bin ich ja heilfroh. Aber gibt es noch schwer verletzte Menschen unter uns? Oder? Also seid euch gewiss, hier ist genug zu tun Berge für unsergleichen. Also ihr sagtet, ihr seid Magier und euer Name klingt etwas bornländisch. In der Tat, ja.
Meine Eltern sind in zweiter Generation sesshaft in Norburg. Und ich bin dort groß geworden. Ich habe die Akademie besuchen können. Eine Akademie? Eine Magierakademie in Norburg? Ach, ja, die Halle des Lebens natürlich. Das klingt gut. Das klingt gut. Nicht mehr Art. Bondender, also, sagt ihr, du hast nicht zufällig was von eurem berühmten Schnaps mit, oder? Ich meine, deine Verbesserung. Gucke mal, ob der Wirt mich gerade sieht. Ja, der schaut gerade so dir rüber, füllt gerade wohl noch den kleinen Glas und dann will das auch wohl zu dir rüberstellen. Dann nicke ich ihm zu. Einen Moment. Noch eins. Der Wirt das Getränk gebracht hat. Ja, und der geht dann auch rüber zu dir, humpelt wohl ein bisschen, weiß nicht genau, was da los ist, aber er stellt das dann vor dir ab und die Suppe kommt gleich. Danke, danke, guter Mann. Ja, dann zücke ich von meinem Gürtel eine herabhängende kleine Tonflasche und schieb sie so ein bisschen übermäßig unauffällig zu dem Kameraden rüber, der nach dem guten bornländischen Schnaps gefragt hatte. Ich nehme die Flasche. Du kennst dich aus. Ich halte meine Nase dran, nehme einen tiefen Zug und meine Miene wechselt zum Erfreuten. Ach, endlich wieder ein guter Tropfen, das ist 2 Wochen her. Oh, 2 Wochen, du Ärmster. Ich glaube, ich wäre nicht mehr unter den Lebenden nach 2 Wochen. Passt nur auf, sonst seht ihr bald wieder Goblins. Ja, und während er das sagt, kannst du sehen, die anderen wohl spüren, wie die Tür aufgeht, ein kalter Windzug fährt rein, wieder einmal könnt ihr es regnen hören und dann könnt ihr sehen, wie wohl 2 Wachen dort stehen in der Taverne, beziehungsweise am Eingang und euch finster anblicken, so ja mal in der dunklen Taverne umsehen, euch dann finden. Ah, hier, der Kastellan will euch sehen, Baron. Nehmt eure Helden und kommt mit, ein Auftrag. Sicherlich. Ich dachte, jetzt gleich oder wollt ihr euch noch ein bisschen zu uns gesellen? Jetzt sofort. Feuer. Nein, pack deine Helden, der Kastellan will ich sehen. Vielleicht also solltet ihr eure Manieren etwas zügeln, der ist ein Baron. Nein. Also wenn das schnell gehen muss, dann würde ich doch vorschlagen, dass wir uns zügig auf den Weg machen sollten. Baron, ihr seid zu nachsichtig. Also ich würde sagen, wir trinken hier noch aus, dann packen wir zusammen und dann geht's los zum Kastellan. Hör mal zu, Ihre Gnaden. Ich bin hier im Auftrag vom Kastellan und der bestellt einen im Namen des Burggrafen. Und wenn er sagt, dass der Baron kommen soll, dann kommt der Baron. Nun, ist eine Frage der Sprache. Davon verstehe ich nichts, deswegen bin ich nur Wache. In der Tat. Ja, also gut, Freunde, ich denke, wir waren sowieso fertig und wollten nur ein bisschen uns die Beine vertreten, richtig? Ja. Fironski, ich glaube, auf deine Suppe kannst du nicht mehr warten. Ja, genau. Gerne begleite ich euch, wenn ihr das so meint. Wieso kommt ihr nicht mit? Dann können wir mal schauen, was der Kastellan zu sagen hat. Vielleicht gibt es ja doch noch den einen oder anderen Untoten, den wir uns annehmen können. Sehr gerne, sehr gerne. Ja, durch den Regen nach draußen, die schlammigen Straßen in Richtung der Trutzburg, nach oben könnt ihr dann... Ja, die Trutzburg wurde natürlich schon wieder etwas repariert. Die Angriffe der Ghule haben natürlich nicht so sehr viel Schaden an der Struktur genommen, aber sehr wohl an der Moral. Und die Aufbauarbeiten gehen voran, der Burggraf hat wohl vor ein paar Tagen vorbeigesehen und dann noch die benötigten Sachen gebracht, die man braucht. Und nachdem ihr dann in den Vorhof gebracht worden seid, biegt ihr dann in eine der etwas größeren Häuser hier unten ab, wo ihr dann vor Kastellan der Trutzburg steht. Vor Sonnenfried von Schneitach, der hier im Auftrage des Burggrafen spricht. Starrt euch wieder finster an, steht wieder vor einem runden Tisch mit einer großen Karte der Wildermark darauf und wartet dann, bis dann das Portal hinter euch wieder verschlossen wurde. Herr Kastellan, wir sind sofort zu euch geeilt, nachdem wir gehört haben, dass ihr mit uns Ausgezeichnet. Ich brauche euch alle. Eure Helden werden ja mal mehr. Hört ihr jetzt auch dazu? Ja, sicher gehört er dazu. Das ist der Markus... Adeptus Major Elquin. Alles klar, kann ich mir sowieso nicht merken. Gut. Er ist sehr erfreut, er nickt und
verneigt sich. Ja, Ronga, du sprachst davon, dass du in den Bergen mit Goblins einen Waffenstillstand ausgehandelt hattest und an ihrer Seite gekämpft hast, ja? So ist es. Wir haben Botschafter von denen gefunden. Kundschafter, Botschafter, zumindest nannten sie sich Mensologen. Die haben das ausverhandelt. Mit dem Goblins herrscht. Unsere Späher haben jetzt herausgefunden, wo er sich aufhält. Ihr werdet aufbrechen und mit ihm diesen Waffenstillstand ausfechten. Ja, meint die Sippe? Ich weiß nicht, wie man das nennt. Ihr brecht auf alle Fälle auf. Unsere Späher sagen, dass er sich wohl in den Mistelwäldern aufhält. Wir haben eine Rotte oder Sippe von ungefähr 300 Goblins. Das heißt, ihr werdet mit Schwertern nicht weit kommen, aber ihr seid ja der Sprache der Goblins mächtig. Das heißt, ihr und der Baron brecht auf mit seinen Helden. Das ist im Auftrag des Grafen? Korrekt. Wir brauchen jede Hand, und sei es die eines Tieres, solange sie dann ein Speer oder eine andere Waffe halten kann. Meine Gebete wurden endlich erhört. Firunski, es ist ein toller Tag. Du wirst Goblin-Schnaps trinken dürfen. Also Schnaps klingt gut. Das mit den Goblins, er murmelt so ein bisschen vor sich hin. War das Goblinsprache? Nein, aber ich bin noch nicht allzu vielen Goblins begegnet. Kann man ihnen denn trauen? Selbstverständlich nicht. Trotzdem sind wir darauf angewiesen. Okay, verstehe. Ronga ist der Diplomat. Der hat, wie gesagt, schon an ihrer Seite gekämpft. Und Travigor und Priodur begleiten Ronga, denn... nun ja, er ist ein... Was seid ihr? Bestientöter? Wilddieb? Nun, Travigor Wilddieb. Hat mich nun als Scharfrichter und Wildhüter angestellt. Genau. Bestien habe ich lange nicht mehr getötet. Ja, dann wird's wieder Zeit. Also, brecht auf. Sollen wir uns umgehend auf den Weg machen? Ich meine, das Wetter... Wir können auch noch warten, bis Arena von Mersing mit ihren Drachen angreift. Nein, das wollen wir nicht. Das Wetter wird nicht besser dieser Tage. Wir machen uns kälter. Umgehend auf den Weg, packen uns etwas, ein paar warme Socken ein und dann wird das schon gehen. Ich hätte noch eine Frage. Was können wir diesen Goblins denn anbieten? Außer natürlich ihnen die 12 Götter näher zu bringen. Frieden? Ich nicke zustimmend. Wir sollten vielleicht ein paar Hühner mitnehmen. Das ist immer eine gute Verhandlungsgrundlage. Ein paar Hühner? Ein paar Hühner, vielleicht noch ein Schwein. Ich weiß nicht, die können mit vielen was anfangen. Die schienen mir ziemlich trivial. Für jeden Tag, den ihr unterwegs seid, gebe ich euch eine Dukate. Ich weiß nicht, wie lange es in die Mistelwälder dieser Tage dauert, aber wenn ihr euch als Proviant Hühner mitnehmen wollt, dann tut das. Ronga, ihr meintet, also da gibt es diese zwei Menschenexperten und das sind Goblins, nehme ich an. Raus jetzt hier! Natürlich, Kastellan. Auf Wiedersehen. Ich freue mich, diese Stadt zu verlassen. Jeder hier hat eine düster, dreinblickige, blickende Miene. Naja, wobei ihr müsst sagen, die wurden vor kurzem angegriffen von einer Horde von Ghulen. Also das ist vielleicht ein bisschen verständlich. Die haben die letzten paar Tage damit verbracht, ihre Toten zu begraben. Aber ihr wart ja dabei. Nicht jede Wunde ist körperlich sichtbar, denke ich. Nun, dann machen wir uns gleich auf den Weg. Was ich sagen wollte ist, vielleicht fragen wir diese Menschenexperten, was wir den Goblins mitbringen können. Macht das Sinn? Das macht auf jeden Fall Sinn. Nur müssten wir dann auch wieder zurück in die Stadt kommen. Wenn wir die dann überhaupt treffen. Wir haben sie zweimal getroffen und an derselben Position. Sie scheinen wohl dort die Straße zu beobachten. Aber ihr sagtet doch, der Goblin-Schnaps, der wäre, nun ja... nicht der Beste, vielleicht sollten wir guten Schnaps mitnehmen für sie und für doch uns vielleicht auch. Da hast du mich falsch verstanden, Firunski. Das ist der beste Schnaps, den ich je in meinem Leben getrunken habe. Oh. Naja, aber etwas Abwechslung. Und ich denke nicht, dass Alkohol Grundlage eines Vertrages sein sollte. Also, ich habe jetzt drei Hühner gegen die in einer Wette verloren. Und sie konnten sich
Vor dem Gedanken, mehr Hühner zu haben, haben sie sich sehr gefreut. Ich glaube, das wäre eine gute Grundlage, aber wir müssten auch sehr viele Hühner mitnehmen. Vielleicht ein Reichen einer unserer, was weiß ich, wie man das nennt, guten Laune, dass wir freundlich vorbeikommen, bringen wir irgendein Tier mit, Schlachttier, Schwein. Das, was ich jetzt vorschlagen würde. Wir könnten sie lehren, Hühner zu züchten. Genau, wie ging dieses Sprichwort mit dem Hühnerzüchten und statt dem Huhn geben? Ah, egal. Warum fragen wir nicht die Menschenexperten? Also, ich kann nicht über alle von allen dieser Goblins sprechen, die sich da zu einer Rotte zusammengesammelt haben. Aber diesen zwei Goblins, denen vertraue ich vollkommen. Ohne die beiden würde ich hier nicht mehr vor euch stehen. Aber wenn ihr so für sie birgt, sollten wir sie schleunigst aufsuchen. Aber sie sind möglicherweise relativ dumm. Nur, dass ihr vorgewarnt seid. Also einfach mit ihnen und erwartet nicht allzu viel. Man sollte diese Nichtmenschen nicht unterschätzen. Sie haben seit Jahrhunderten überlebt in diesen Ländern. Unterschätzt sie nicht. Dies könnte vielleicht euer letzter Fehler sein. Naja, also ich meine, was soll da schon passieren mit unserem Charme und unserer Gastfreundschaft bei Travia? Ich denke, die Verhandlungen können eigentlich nur gut laufen. Also wenn wir die Zeit noch entbehren können, zwei Hühner würde ich noch mitnehmen, allein schon als Geschenk wegen meiner Dankbarkeit. Sprach dieser Kastellan von 300 Goblins? Ich bin nämlich sicher, ob zwei Hühner ausreichend sind. Das ist ja, sind ja auch für zwei ganz spezielle Goblins. Ach, ihr wollt diese Goblins als Diplomaten benutzen, als Kundschafter für uns? Ich weiß nicht, ob wir die wirklich für uns benutzen können, aber sie werden uns wohl... Sie haben uns von einer guten Seite erlebt und sehen den Waffenstillstand, der zwischen uns herrscht, auch als nützlich an. Weil diese zwei Goblins uns sicher wohlgesinnt sind. Los, ich bin neugierig. Stell sie mir vor. Also gut, genau. Wir kaufen die Hühner, wir kaufen Verpflegung noch. Brauchen wir noch irgendwas für unterwegs? Feste Reisekleidung würde ich empfehlen. Wenn du dich neu einkleiden willst, Travigo. Nein, mir reicht das, was ich anhabe. So könnt ihr auf dem... Seid ihr denn mit Zelten aufgestellt oder ist die Mark noch so weit intakt, was das Wegenetz angeht? Tavernen. Nur wenn ihr im Zelt schlafen wollt, ich habe keins dabei. Ich werde uns einen passenden Übernachtungsplatz suchen und wir sollten hoffen, dass es nicht regnet. Ich habe ehrlich gesagt auch nur einen Schlafsack dabei. Es kam schon öfter vor, dass ich den am Morgen auswringen musste, aber das geht schon irgendwie. In dem Fall werde ich mir auf jeden Fall eine zweite Decke organisieren müssen. Die letzte Nacht war furchtbar kalt. Ja, so könnt ihr auf dem Marktplatz das einkaufen, was ihr noch braucht, was euch noch fehlt für die Wildermark. Sowohl die beiden Hühner als auch Decken oder andere Dinge für den alltäglichen Gebrauch, natürlich Vorräte in rauen Mengen, damit ihr dann auch nicht Hunger leiden müsst. Ganz besonders wichtig für Travigor. So brecht ihr auf in Richtung der Hügellande von der kleinen Trutzburg aufbrechen, beziehungsweise dem Dorf, was davor liegt, freiherrlich Hallingen, in die Hallinger Tiefebene. Die Hügel allerdings, die euch vor dem verschlungenen Weg noch ein bisschen abschirmen, links und rechts geht das immer mal wieder. Der Regen, der von oben herniederfällt und der Wind, der auch gerade zwischen diesen Hügeln fällt, ist natürlich besonders unangenehm. Bis ihr dann in der Entfernung zwei rote Punkte erkennen könnt, die dort auf den Hügeln sitzen und keckern. Groggel,
Hast du es auch schon mal probiert? Ich übe gerade Pfeifen. Voll gut, oder? Boah, du bist eine perfekte Pfeiferin. Boah, ich bin Musikantin oder so. Boah, lass mich auch mal versuchen. Deine ganze Spucke ist in meinem Ohr gelandet. Bäh. War aber gut. Ja. Hast du Pilz gegessen? Riecht nach Pilz. Nee. Oh, dann war es von deinem Fuß. Oh, guck mal. Was sind da? Da kommen Menschlinge. Oh, Menschlinge. Welche sind das? Kennen wir die? Warte, ich guck mal. Mhm. Hey, da oben, sind ihr das? Sind sie das? Aber wir werden es gleich wissen. Ja, Ronga holt eine kleine Tröte, die er in seiner Tasche hat, heraus. Legt sie sich an die Lippen. Oh, Krongel, wer ist das? Das ist Ronga. Ronga, wir mögen Ronga. Schnell, wir müssen zurücktröten. Ja, sonst weiß er gar nicht, wer das ist. Also, wer wir sind. Der ist ja ein bisschen dumm. Wir müssen ihn immer ein bisschen durch die Wildnis führen. Was sollte passieren, wenn sie das sind? Dann werden wir gleich ein Signal hören, das dem hier sehr relativ ähnlich kam. Oder sie pusten einfach nur in die Tröte. Und was ängstlich klingt, was ist, wenn sie das nicht sind? Ja, das sind es zwei und wir sind immer noch vier. Kriegen die keine Hinterhalte? Aber scheinbar sind wir auf die richtigen zwei Goblins gestoßen. Das erkennt ihr an dem Lied? Nein, die Melodie ist immer anders. Allein, dass sie schon in die Tüte an die Tröte gepustet haben, glaube ich, dass sie es sind. Außer Goblins machen das generell öfter. Dann weiß ich nicht weiter. Ich habe bisher nur zwei getroffen. Nur ein seltsames Begrüßungsritual. Aber man lernt nie aus. Wie geht man jetzt vor? Einer geht vor und verbeugt sich und geht dann wieder zurück und keine Ahnung, wie läuft das ab? Warum wollt ihr euch vor Goblins verbeugen? Ich weiß nicht, was da die Gegebenheit, die Geflogenheit ist. Ihr geht zu ihnen hin und sagt, guten Tag, Preis und Gruße. Was heißt, wir können da jetzt einfach hingehen? Ja, wir haben keinen Grund, hier länger zu warten. Die beiden Kreaturen rollen mit ratternden Streitwägen auf euch zu. Gezogen von Wildschweinen. Ein Streitwagen. Ja, Gorgelmoggel, die Goblina sitzt auf dem Streitwagen, der von einer riesigen Wildsau gezogen wird. Der Streitwagen ähnelt einer Art Badezuber, der da vor sich hinrattert. Es scheinen da auch etliche Sachen drin rumzuliegen. Die scheppern so ein bisschen gegen die Seiten des Zubers und sie winkt euch eifrig zu. Ronga! Der zweite Goblin sitzt auf einem nicht weniger imposanten Wildschwein. Puh. Stattlich. Irgendwie winkt mal zurück, wenn er da so eine Art Winken erkennt.